Die letzte Eiszeit ist richtig lange her. Was hat sie also heute noch mit uns zu tun? Eine ganze Menge. Denn damals wurden wichtige Weichen für die Entwicklung der Menschheit gestellt. Früher habe ich bei der Eiszeit an ungemütliche Landschaften, an grobschlächtige Urmenschen, vielleicht noch an das Mammut Manny aus dem Film Ice Age gedacht. Aber die Eiszeit hat viel mehr zu bieten. Viele Klischees sind längst wissenschaftlich widerlegt. Die 5 spannendsten Fakten über die letzte Eiszeit, die gibt's jetzt in diesem Video. Fakt 1. Die Eiszeit ist noch immer nicht vorbei. Die Erde ist ein warmer, eisfreier Planet. Eigentlich. Doch in der Erdgeschichte kommt es immer wieder zu langen, kalten Phasen. Zu Eiszeiten. Die Folge? Gigantische Gletscher breiten sich über die Nordhalbkugel aus. Weil viel Wasser als Eis gebunden ist, sinkt der Meeresspiegel drastisch. Großbritannien ist noch mit dem europäischen Kontinent verbunden. Und dicke Eispanzer nehmen Europa von Skandinavien und den Alpen aus in die Zange. Doch dazwischen erstreckt sich eine grasreiche Steppe. Die Bewegung der Gletscher hat dabei spektakuläre Landschaften geformt. Die Eismassen haben härtestes Gestein abgeschliffen. Wie an der Schärenküste Schwedens. Sie gruben die atemberaubenden Fjorde in Norwegen. Und auch die vielen Seen in Deutschland oder Schottland sind Zeugen der glazialen Urkräfte. Eigentlich leben wir immer noch in einem Eiszeitalter. Seit ungefähr 2,6 Millionen Jahren. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Angesichts der Erderwärmung durch den Klimawandel ist aber tatsächlich korrekt. Denn Geologen sprechen von einer Eiszeit dann, wenn mindestens eine der beiden Polkappen vergletschert ist. Und genau das ist momentan der Fall. Noch, muss man dazu sagen. Innerhalb so einer Eiszeit wechseln sich Wärme- und Kälteperioden immer wieder ab. Und die letzte dieser Kaltzeiten, meistens einfach nur Eiszeit genannt, gab es vor 115.000 Jahren. Und gedauert hat sie bis ungefähr vor 11.600 Jahren. Fakt 2. Mammut und Flusspferd lebten zeitgleich am Rhein. Das Klima in der Eiszeit ähnelt dem Klima im heutigen Sibirien. Es gibt lange, eisige Winter und kurze Sommer. Auch die Tierwelt ist vergleichbar. Mit Moschusochsen oder Polarfuchs. Das Mammut hingegen ist längst ausgestorben. Es gehört zu den Big Five der Eiszeit. Mit seinem dichten Fell ist der Riese bestens an das Klima angepasst. Ebenso wie das Wollnashorn. Es hat zudem noch sehr kleine Ohren, um möglichst wenig Wärme abzugeben. Mächtig ist auch der Steppenbison, ein Verwandter des amerikanischen Bisons. Der Riesenhirsch beeindruckt durch das größte Geweih der gesamten Tierwelt. 4 Meter breit und bis zu 50 Kilo schwer. Und last but not least, der Höhlenlöwe. Ein gefährlicher Räuber, gleichermaßen gefürchtet wie bewundert. Die fossilen Knochen von Höhlenlöwe, Riesenhirsch und Co. sind die Grundlage für das Forschungsprojekt Eiszeitfenster Oberrheingraben der Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim. Ihre paläontologische Sammlung gehört zu den bedeutendsten in Europa. Fast alle Knochen wurden in den Uferregionen des Rheins gefunden. Dazu gehören auch der Schädel eines Riesenhirsches und Fußknochen von Höhlenbären. Die große Überraschung aber ist ein anderer Fund vom Oberrhein. Wenn ich das mal aufmache, hier sieht man schon große Zähne und nicht jeder würde sofort wissen, was es ist. Wir haben Flusspferde. Wow. Also Nilpferde am Rhein. Mhm. Eigentlich könnte man fragen, wie kann das sein? Wir haben doch Eiszeit, wieso haben wir Flusspferde? Mhm. Das sind 2 unserer Kronjuwelen. Mhm. Unterkiefer eines Erwachsenenflusspferdes, Unterkieferstück eines Jungtieres. Große Frage ist, was können wir mit modernen Analysen herausfinden, wann diese Tiere am Oberrhein gelebt haben? Um das Alter der Flusspferdfunde zu bestimmen, wendet das Team die bewährte C14-Methode an. Dafür wird ein Knochenstück pulverisiert und in vielen Schritten so lange bearbeitet, bis nur noch reiner Kohlenstoff übrig bleibt. Anschließend wird der Kohlenstoff durch einen Teilchenbeschleuniger gejagt, um die Kohlenstoffisotope zu isolieren. Je geringer die Anzahl an Isotopen, desto älter ist die untersuchte Probe.
Ein komplexes Verfahren, aber inzwischen Forschungsalltag. Also wir haben 20 Knochen- und Zahnfunde hier bei uns im Datierungslabor datiert. Und große Überraschung, diese Tiere lebten im Zeitraum zwischen 48.000 und vor 32.000 Jahren noch hier am Oberrhein, also zeitgleich mit dem Mammut. Und überraschend deswegen, weil bisher angenommen worden ist, diese Flusspferde sind zum Ende der letzten Warmzeit vor ungefähr 116.000 Jahren hier ausgestorben. Also Flusspferde und Mammut zeitgleich am Rhein. Fakt 3. Kälte macht erfinderisch. Homo sapiens betritt vor mehr als 40.000 Jahren den europäischen Kontinent. An das Überleben in der Eiszeit hat er sich schnell angepasst. Auch weil er eine effektive Waffe für die Jagd entwickelt hat. Was an dem Jagdgerät so besonders ist, das will ich von Rudi Walter wissen. Der Experimentalarchäologe hat Waffen der Eiszeit nachgebaut und getestet. Hallo Rudi. Hallo, grüß dich. Das ist ein ganz schön langer Pfeil, der hier im Boden gesteckt hat. Eigentlich ein Speer. Ach so. Der wird nicht mit dem Bogen geschossen, sondern mit der Speerschleuder geworfen. Ah, Speerschleuder hast du auch schon in der Hand. Du hast das ja ganz lange erforscht, wie damals gejagt wurde. Wie ist das genau abgelaufen? Wie haben die Leute das gemacht? Wir finden in eiszeitlichen Fundstellen diese Geweihhaken, von denen man früher nicht wusste, ob die zum Rückenkratzen sind oder für was daher sonst. Und man hat dann über Vergleiche in der Völkerkunde, in der Ethnologie gesehen, dass es Völker gibt, die eben da Speere einhängen. Kannst du mir das mal zeigen? Klar. Okay. Der Haken wird in eine Mulde hinten am Speer eingehängt. Er funktioniert wie eine Schleuder. Der Werfer umfängt Schleuder und Speer mit den Fingern, visiert das Ziel an und löst den Abwurf des Speeres über das Hakenende aus. Die Speerschleuder ist die erste Fernwaffe der Menschheit. Die Eiszeitjäger konnten damit aus sicherer Entfernung jagen, ohne dass sie von den Tieren gewittert wurden. Die Speerschleuder ist nicht die einzige bahnbrechende Erfindung der Eiszeit. Rudi Walter stellt ein kleines Werkzeug aus der Eiszeit her, das zum großen Schritt für die Menschheit wurde. Die Nähnadel. Dafür wird der Fußknochen eines Rentiers oder Wildpferds in einem aufwendigen Verfahren gespalten und geschliffen. Genial. Ein kleines Stück Knochen mit einem Loch am Ende. Mit der Nähnadel wird in der Eiszeit erstmals warme Kleidung aus Fell und Leder mit dichten Nähten gefertigt. Ich muss einfach mal testen, wie sich das anfühlt, in die Montur eines Eiszeitjägers zu schlüpfen. Hier noch Schuhe, das ist... Kleidungsstücke aus der Eiszeit sind nicht erhalten. Aber Rudi Walter hat Leggings, Schuhe und Überwurf nachgeschneidert. Eine ziemlich haarige Sache, aber super warm. Mit der Funktionskleidung aller Steinzeit kann Homo sapiens selbst in die kältesten Winkel Europas vordringen. Die Nähnadel macht's möglich. So. Fakt 4: Homo sapiens, ein Eiszeitkünstler. Als sich der moderne Mensch über ganz Europa verbreitet, verändert sich auch seine Erfindungsgabe. Ob an Donau, Rhein oder Rhone, wo immer er hinkommt, hinterlässt er Zeugnisse seiner neuen Genialität. Die Wiege dieser frühen Kulturstufe liegt in der Schwäbischen Alb. Im Achtal entzündet sich nicht weniger als ein Urknall der Zivilisation. Und zwar schon kurz nach der Ankunft von Homo sapiens im Schwabenland, etwa 42.000 Jahre vor heute. Die unzähligen Höhlen der Alb bieten Schutz vor der Witterung und gefährlichen Tieren. Zu essen, frisches Wasser und genug Brennholz gibt es in der Region auch. Die täglichen Arbeiten sind auf die Gruppe verteilt. Den Menschen bleibt Zeit, andere Dinge zu tun. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich eine Wende im Leben von Homo sapiens. Quasi aus dem Nichts fängt er an, Kunstwerke aus Mammutstoßzähnen zu schaffen. Die ersten in der Geschichte der Menschheit, soweit bekannt. Die bahnbrechende kreative Leistung des eiszeitlichen Homo sapiens ist demnach die Erfindung der Kultur. Am Anfang sind es vor allem Tierfigürchen, die zum Repertoire gehören. Wie Mammut, Vogel oder auch Pferd. Die Ausdruckskraft und Perfektion der winzigen Kunstwerke verzaubern selbst heute noch.
An der Universität Tübingen treffe ich Sibylle Wolf. Die Archäologin erforscht die Geschichte und Geheimnisse der Eiszeitkunst. Was sie mir über die Fähigkeiten der Künstler erzählt, lässt mich staunen. Sie haben Mammutelfenbein mit Steinwerkzeugen bearbeitet, haben also einen großen Stoßzahn gespalten und sich in kleine Stücke zerlegt und wirklich perfekt Figürchen geschnitzt. Ich finde, die Leistung ist, dass man wirklich nicht das Schnitzen an sich in den Vordergrund stellt, sondern das, was im Kopf vorher passieren muss. Mhm. Man sieht diesen Höhlenlöwen, der wahrscheinlich unfassbar beeindruckend war und gefährlich, merkt sich dieses Bild und schnitzt dann dieses Tier nach. Und zwar aus einem Material, das die Form nicht vorgibt. Ähnlich wie in der Schwäbischen Alb gibt es im Südosten Frankreichs zahlreiche Höhlen, die von Eiszeitjägern bewohnt waren. Auch dort hat Homo sapiens Werke für die Ewigkeit hinterlassen. Eine Höhle ist als Kathedrale der Eiszeit weltberühmt. Die Höhle von Chauvet. Sie ist anders. Die Ureuropäer haben sie vermutlich nur zu rituellen Zwecken genutzt. Zumindest existiert bislang kein einziger Fund, der auf eine Wohnhöhle hinweist. Die spektakulären Wandbilder gehören zu den ältesten der Welt und wirken technisch perfekt. Die Künstler haben sie mit Holzkohle und Farben aus Ocker gemalt. Nur im Schein einer Fackel. Wandgemälde von detailgenauer Präzision und malerischer Harmonie. Die Höhle von Chauvet ist eine Kathedrale mit Weltkunst. Fakt 5. Der Neandertaler. Schlauer als gedacht. Als Homo sapiens nach Europa kommt, trifft er auf einen engen Verwandten. Die Neandertaler. Auch er ist ein Jäger und Sammler. Die ältesten Spuren seiner Existenz reichen 250.000 Jahre zurück. Fundstellen belegen, im Westen besiedelt er Portugal und Spanien. Im Norden dringt er bis nach Sibirien und im Osten bis ins Altaigebirge vor. Der Neandertaler ist im Durchschnitt 10 cm kleiner als Homo sapiens und stämmiger gebaut. Er bringt bis zu 90 Kilo auf die Waage und verbraucht über 4000 Kilokalorien pro Tag. Dank seines großen Lungenvolumens ist der Neandertaler besonders leistungsfähig. Breite Nasennebenhöhlen wärmen kalte Luft gut vor. Der Ureuropäer ist bestens an ein Leben in der Eiszeit angepasst. Lange hatten Neandertaler das Image von Halbaffen. Aber mit jeder neuen Entdeckung wird klar, unsere Vorfahren aus der Eiszeit sind uns Europäern viel ähnlicher als gedacht. Während der rund 250.000 Jahre, die der Neandertaler den europäischen Kontinent beherrscht, erlebt er unterschiedliche Warm- und Kaltzeiten. Für ihn bedeutet das, dass er sich an die wechselnden Lebensbedingungen anpassen muss. Und weil seine Nahrung zu fast 95% aus Fleisch besteht, er verzehrt bis zu 2 Kilo täglich, sind Großtiere seine bevorzugte Beute. Auch vor dem europäischen Waldelefanten schreckt der Neandertaler nicht zurück. Das belegt eine neue Forschung. Im Landesmuseum Halle bestaune ich den Nachbau eines Elefantenbullen. 4 Meter Schulterhöhe, 13 Tonnen schwer. Damals das größte Landtier der Welt. Seine Stoßzähne können 3 Meter lang werden. 57 Skelette dieser Kolosse lagern im Depot des Museums. Sabine Gauzinski-Windhäuser hat die Knochen gründlich untersucht. Sie stammen ausschließlich von erwachsenen Bullen und sind etwa 125.000 Jahre alt. Einige der riesigen Oberschenkelknochen sind übersät mit markanten Schnittspuren. Viele so fein, dass sie nur unter dem Mikroskop auszumachen sind. Neandertaler haben die schweren Fleischpakete nicht nur gejagt, sondern auch akribisch zerlegt und restlos verwertet. Das belegen die Forscherin und ihr Kollege Lutz Kindler in einer aktuellen Studie.
Jetzt haben Sie eben die Elefanten untersucht, aber dabei auch sehr viel über den Neandertaler herausgefunden und über das Verhalten des Neandertalers. Was ist Ihnen denn da besonders aufgefallen? Was wir hier in Neumark Nord gesehen haben, ist, dass also diese Elefanten also wirklich von Kopf bis Fuß komplett auseinandergenommen wurden. Wenn Sie das hochrechnen, dann kriegen Sie eine Idee, wie viel Fleisch, wie viel Fett hier angefallen ist und wie viele Menschen das hätte ernähren können und wahrscheinlich eben auch ernährt hat. Und wir gehen davon aus, dass diese Jagdaktivitäten von kleinen Gruppen durchgeführt wurden und dass es aber dann letztendlich große Gruppen gewesen sind, die tatsächlich dieses Fleisch und diese Fettreserven dann entweder verarbeitet haben oder einfach auch sofort verwertet haben. Der Neandertaler überrascht die Forschung immer wieder aufs Neue. Als das erste Teilskelett 1856 in einem Steinbruch im Neandertal entdeckt wird, tippen Gelehrte zunächst auf eine Affenart oder einen verkrüppelten Menschen. 20 Jahre später kauft das Landesmuseum in Bonn den Fund für 1000 Goldmark. Der Archäologe Ralf Schmitz hat diesem Fund viele Geheimnisse entlockt. Es ist in der Tat das berühmteste menschliche Fossil der Welt, dieser erste Neandertalerfund aus dem Neandertal. Das ist ja der berühmte rechte Oberarmknochen, der besterhaltene Knochen des Skelettes überhaupt. Der Knochen hat Nobelpreisgeschichte geschrieben. Der Paläogenetiker Svante Paabo kann 1997 daraus die weltweit erste Gensequenz eines Neandertalers gewinnen. Ich sehe jetzt hier eine Vitrine mit vielen Knochen drin. Für Sie sind das aber, wenn man so will, Bücher, die Sie aufschlagen und aus denen Sie sehr viel lesen können. Was verraten Ihnen denn die Knochen? Er hat im Alter von ungefähr 18, 19 Jahren einen schweren Bruch seines linken Armes erlitten, im linken Ellenbogenbereich. Das ist nie richtig verheilt. Er hat das aber 20 Jahre lang überlebt. Heißt, ein behinderter Neandertaler überlebt in einer eiszeitlichen Gesellschaft 20 Jahre lang. Das funktioniert nur, wenn seine Gruppenmitglieder eine soziale Fürsorge für ihn durchgeführt haben. Und ich finde, das sagt über den Menschen Neandertaler viel mehr aus als 10 Millionen Steingeräte. Bereits kurz nach der Ankunft von Homo sapiens in Europa stirbt der Neandertaler aus. Die Wissenschaft spricht von einem sanften Sterben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wie bei einer Flüssigkeit, die immer weiter verdünnt wird, verschwindet der Neandertaler nach und nach. Das war vor etwa 40.000 Jahren. Der Neandertaler ist nicht einfach ausgestorben. Denn er hatte Sex mit dem modernen Menschen und zeugte Kinder mit ihm. Und die Folgen davon, die können Forscher noch bis heute in unseren Genen nachweisen. Alle nicht-afrikanischen Menschen haben zwischen 1 und 3% Neandertaler-Gene in sich. Auch ich. Diese Gene, die vom Neandertaler auf den Menschen übergetreten sind, vor ungefähr 45.000 Jahren, als sich die beiden Populationen vermischt haben, die sind zum Teil recht wichtig. Es gibt zum Beispiel Gene, die es uns erlaubt haben, uns an bestimmte Krankheitserreger anzupassen. Immungene, die sich ausgebreitet haben, weil der Neandertaler vielleicht an diese Umgebung bereits angepasst war, in die der moderne Mensch eingewandert ist. Ja, die Frage, warum sich der moderne Mensch durchgesetzt hat, die konnte die Forschung bisher noch nicht lösen. Konnte er sich besser an das wechselnde Klima anpassen? Wurden sein Erfindergeist und sein Entdeckerdrang zum Überlebensvorteil? Das ist eine gute Frage. Was ist eure Meinung dazu? Und könntet ihr euch vorstellen, in der Eiszeit zu leben? Schreibt uns gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Like oder auch über ein kostenloses Abo. Und hier neben mir findet ihr weitere spannende Videos zum Thema Eiszeit, zu Mammuts und zum Neandertaler. Hier und hier. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.